herzlich willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie ihr bei eurem Ford Focus 1 euren Kotflügel wechseln könnt. Los geht's! Ihr kennt das sicher alle. Ihr sitzt bei eurer Mutter beim Frühstück, mit einmal klopft es an der Tür, der Nachbar ist draußen und fragt, wem denn der Focus draußen gehört, in den er gerade ausgeparkt ist. Ja, wahre Geschichte. Und so sieht es deswegen bei mir aus. Das ist jetzt kein Totalschaden, aber ärgerlich ist es allemal. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich kann euch gleich mal wieder zeigen, wie was geht. Das Ganze kann jeder von euch entspannt zu Hause machen. Ihr braucht nicht mal Spezialwerkzeug dazu. Einzig eine Ratsche, eine 10er Nuss und ein 30er Torx braucht ihr. Das nehmen wir uns jetzt mit. Außerdem brauchen wir noch einen Wagenheber. Man kann das Ganze zwar auch auf einer Bühne machen und sicherlich auch ohne Wagenheber, aber ich mache es lieber mit. Und jetzt werden sicherlich wieder die Ersten sagen, dass ich zu viel wegbaue. Und damit haben sie vielleicht auch recht, aber ich möchte ganz einfach so entspannt wie möglich schrauben und euch die Möglichkeiten zeigen. Was ihr dann davon nutzt, ist ja eure Sache. Ich schnappe mir jetzt noch ein paar Arbeitshandschuhe und dann bocke ich das Auto vorne links erst einmal auf. Danach machen wir die Motorhaube auf und dort bauen wir dann den Scheinwerfer und das Grill als allererstes aus. Wenn ihr hier vorne alles auseinanderbauen wollt, kommt als erstes diese Luftführung raus. Die sitzt über dem Grill. Die ist einmal, zweimal, dreimal verschraubt. Ihr habt hier solche kleinen Splinte. In den Splinten sitzen solche kleinen, leider aus Plastik, Schrauben. Die sind in der Regel ein bisschen hartnäckig, braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Die Schraube und den Dübel könnt ihr prinzipiell drinnen lassen. Ich mache ihn trotzdem weg, einfach damit es ein bisschen einfacher geht. Wenn dann die Luftführung weg ist, kommt hier vorne das Grill raus. Die ist einmal hier geschraubt und eventuell nochmal hier oben. Als nächstes müsst ihr dann den Scheinwerfer rausnehmen. Der ist einmal hier geschraubt und in der Regel, bei mir war es nicht mehr so, noch ein drittes Mal von hier unten. Da geht eine Schraube von hier, also der Kopf sitzt hier hinten, in die Richtung. Das ist dieser Anschraubpunkt. Da kommt er am besten ran, wenn er von unten in das Auto reingreift. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, nehmt euch am besten den Wagenheber, bockt das Auto ein bisschen hoch, habt ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Außerdem, ich rate immer zur Arbeitssicherheit, wenn ihr mit einem Wagenheber arbeitet, stützt das Auto gerne auf Holz ab, so kann euch nichts passieren. Als nächstes baue ich jetzt die Innenradhausschale raus. Die ist einmal hier, hier, hier und hier oben mit einer Torx gesichert und dann nochmal hier vorne im Bereich der Stoßstange und auch nochmal, die Schraube habe ich schon weggemacht, da unten in dem Bereich, das müsste ein 8er Kopf sein. So sollte das jetzt bei euch aussehen. Wenn ihr einen Four-Facelift-Focus habt, kann es sein, dass bei eurem 3- und 5-Türer in diesem Bereich noch eine Plastik-Schwellerverkleidung ist, die eben bis nach hinten hinweg geht. Die müsst ihr wegziehen. Die ist zum Beispiel unter anderem hier und hier und hier und so weiter eingeklipst. Und normalerweise beim Four-Facelift, wenn der Schweller vorhanden ist, hat auch der Kotflügel hier ein kleines Löchlein, wo dann vorne die Schweller-Endkappe aufgeklipst ist. Die könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach wegziehen. Jetzt kümmern wir uns darum, den Kotflügel selbst locker zu machen, aber noch nicht abzubauen. Da unten, da ist eine Schraube. Dann haben wir hier oben eine Schraube, hier, hier, hier haben wir eine, die von unten nach oben kommt, also so rum. Und dann habt ihr einmal, zweimal und ich mache ein bisschen Licht, da hinten, wo das Loch ist, eine dritte Schraube. Bei euch sieht das auf jeden Fall anders aus. Der Focus hat normalerweise hier Plastikmuttern oder Halter, die von unten nach oben in den Kotflügel eingeschoben sind. Die werden über die Zeit aber porös, deswegen habe ich mich bei mir für ganz normale Schrauben- und Mutternverbindungen entschieden. Hier von unten nach oben, hier von unten nach oben, jeweils ein 10er Kopf und auch da hinten, wo ich es euch jetzt gerade wieder einkreise, ist ein 10er Kopf, der aber von oben nach unten. Das sind die Schrauben, die ihr auf jeden Fall seht. Dann seht ihr eine Schraube nicht. Und zwar
die da hinten, die müsst ihr auch noch rausmachen. Und eine ist ganz versteckt. Dafür müssen wir jetzt den Wischwassertank ein Stückchen locker machen. Ausbauen müssen wir den Wischwassertank zwar nicht, aber wie gesagt, wenigstens locker muss er sein. Hier ist die Schraube. Einfach mit einer 10er Nuss öffnen und dann diesen kompletten Tank ein Stückchen nach vorne schwingen. Dann sehen wir die allerletzte, dahinter verborgene Schraube. Wenn euch der Platz, den ihr zum Schrauben braucht, jetzt nicht reicht, könnt ihr auch diese Schraube noch ein bisschen locker machen. Also nicht rausschrauben, nur locker machen. Dann habt ihr in der Regel da hinten ausreichend Platz. Und das, was ich euch gerade einkreise, das ist auch die letzte verborgene Schraube. Da kommt ihr dann ganz einfach von hier hinten ohne Probleme ran. Bei mir ist sie schon locker. In hohen Fokusaltern kann es sein, dass hier hinten dieser Gegenhalter, der in der Karosserie aufgeschweißt ist, wegbricht. Seid da also auch ein bisschen vorsichtig. Allgemein, es ist natürlich immer schön, Rostlöser zu nutzen. Bevor ihr die Schraube, die ich euch gerade da unten gezeigt habe, sehen könnt, kann es sein, dass ihr noch so eine Plastikverkleidung habt. Die zieht ihr einfach nach unten raus. Jetzt empfehle ich euch als allererstes mal, den Blinker abzuklemmen. Dafür greifen wir auch einmal rein, drücken innen einmal auf die Spange. Ich zeige euch gleich nochmal, wie sie aussieht. Jetzt haben wir hier alle Kabel gelöst. Jetzt machen wir uns daran, den Kotflügel abzubauen. Ihr habt es gerade gesehen. Da, die Schraube machen wir lose. Dann 1, 2, 3 Schrauben. Die von hier. Danach hinten die an der Tür. Somit hängt der Kotflügel dann nur noch an diesen drei Schrauben. Die rate ich euch als letztes wegzumachen, sonst klatscht euch der ganze Kotflügel nach unten. Wenn ihr alles abgebaut habt, sollte es so oder so ähnlich ausschauen. Hier hinten, das ist der Stecker für den Blinker, von dem ich euch gerade schon erzählt habe. Da einfach hier oben auf diese Spange drücken, dann könnt ihr das ganze Teil lösen. Wenn das bei euch wirklich schwergängig ist, was durchaus sein kann, könnt ihr auch vom alten Kotflügel einfach die komplette Fassung mit rausdrehen. Einfach ein bisschen kräftiger drehen und dann habt ihr die komplette Lampenfassung in der Hand. Jetzt machen wir uns wieder daran, den neuen Kotflügel anzubauen. Worauf ihr dabei achten solltet, ist, dass diese Spange auch am neuen Kotflügel wieder dran ist. Da hält sich nämlich zum Schluss die Schraube, die hier oben verbaut ist, fest. Sonst bekommt ihr den Kotflügel hier oben nicht fest. Ihr habt es gerade gesehen, neuer Kotflügel ist schon wieder dran. Jetzt kommt tatsächlich eine Sache, die ist ein bisschen tricky, da müsst ihr ein bisschen probieren. Und zwar versuchen wir jetzt die Spaltmaße so gut als irgend möglich wieder einzustellen. Ich fange dabei immer von hinten nach vorne an. Den Trick habe ich von einem Kumpel gelernt, Dani an dieser Stelle, sei mir gegrüßt. Ihr müsst ja darauf achten, dass hier alles wieder auf einer Linie ist. Das heißt, wir orientieren uns jetzt in allererster Linie an dieser Linie, die hier an der Tür ist, damit die auch auf einer Höhe mit dieser Linie auf dem Kotflügel ist. Dazu habe ich ganz einfach den Kotflügel nur hier oben jeweils eingehangen und kann ihn hier noch komplett hin und her verschieben. Dasselbe auch da unten mit der Schraube. Wenn ihr dann hier mit der ganzen Höhe, also so und auch so zufrieden seid, zieht ihr die Schraube, die da hinten ist, fest. Das ist eigentlich eure wichtigste Schraube. Hier oben diesen Spalt, also dieses rein und raus, den könnt ihr mit hier oben kontrollieren. Und euer Spaltmaß, was zum Schluss zur Haube passiert, das könnt ihr über diese Schrauben einstellen. Nehmt euch dafür ein bisschen Zeit. Im Idealfall habt ihr auch noch eine zweite Person, weil es echt einfacher ist, wenn einer wackelt oder einer hin und her schiebt und der andere die Schrauben festzieht. Wenn ihr mit der Passform zufrieden seid, geht es dann wieder an den kompletten Zusammenbau. Als allererstes müsst ihr natürlich euren Blinker wieder anschließen. Mein Kotflügel hat ja keine, da muss ich mir also nochmal Gedanken machen, wo ich die Blinker jetzt hinsetze. Dann schiebt ihr diesen Rappelschutz wieder hinter den Wischwassertank, also zwischen Wischwassertank und Kotflügel. Danach Wischwassertank wieder nach oben, wieder die beiden Schrauben festziehen und danach das Innenrathaus wieder rein und dann wieder mit diesen ganzen Torx Schrauben festmachen. Ich rate euch natürlich immer dazu, Originalvorteile zu nehmen, aber ich weiß, so ein Original-Kotflügel kostet einen Haufen Geld. Schaut deswegen mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Dort findet ihr in der Regel eBay Kleinanzeigen und Co. auch Einzelteile.
Aber seid ein bisschen vorsichtig, wenn die Dinger einmal angefangen haben mit Rosten, den Rost wieder rauszubekommen, das ist relativ schwierig. Also nehmt euch ein bisschen Zeit für die Suche. Und wie vorhin schon gesagt, ihr solltet natürlich in Abhängigkeit davon, ob ihr einen Vor-Facelift oder Facelift habt, darauf achten, dass da vorne kein Loch im Kotflügel ist oder wenn ihr halt diese Plastikverkleidungen habt, ein Loch. Das Loch kann man allerdings nachträglich auch reinmachen und die Kotflügel, egal ob Facelift oder Vor-Facelift, sind zu 100% an den Schraubpunkten identisch. Das heißt, ihr könnt die auch untereinander tauschen, das ist gar kein Problem. Ich baue jetzt hier vorne wieder alles zusammen. Als allererstes die Halter, die hier in die Stoßstange reingehen. Bei euch sind, wie gesagt, hier oben solche kleinen weißen Zapfen, die hier und hier nach oben zeigen. Da einfach die Zehner von unten durchschrauben. Und da hinten ist dann ein Plastikhalter. Da schraubt ihr die Schraube von oben nach unten ins Loch rein. Danach, wie gehabt, den Scheinwerfer wieder rein, Frontgrill rein, Luftführung rein. Und dann seid ihr auch schon fertig mit der ganzen Sache. Wenn ihr ein bisschen Gas gebt, seid ihr definitiv in einer Stunde durch. Und nicht wundern, mein Kotflügel ist ein Nachrüstkotflügel mit einer Kotflügelverbreiterung. Deswegen wirkt er ein bisschen anders als eure vielleicht. So oder so, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt im Fokus.